Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zurück zu Pokémon Legenden Arceus. So, ja. Pokémon fangen, Aufgaben erfüllen. Viele verschiedene Sachen haben wir jetzt hier, die wir erledigen müssen. Und, ich muss jetzt mal gucken, was ist Pokédex technisch eigentlich überhaupt nochmal drin? Dann wieder her, dass ich hier gespielt habe. Eine Woche. Egal. Nebulak. Genau, was brauchen wir für Nebulak? Da müssten wir noch Exemplare besiegen. Also suchen wir mal ein paar Nebulaks. Wir waren ja eigentlich hier bei der Nacht, ne? Ich glaube, die Nacht ist vielleicht wieder vorbei. Was ist da? Wie sieht's mit dir aus? Wie sieht's mit dir aus? Parasek. Oh. Exemplare besiegen. Moment, was ist das für ein Pokémon? Käfer, Pflanze. Sollte ein Feuer-Pokémon eigentlich. Am besten sein. Eigentlich. Sag ich doch. Mit Typ Feuer besiegt. Ah, da. Okay, wir müssen sie also mit Typ Feuer besiegen. Macht sogar dann Sinn, so ranzugehen. Hier nicht berichtete Aufgaben. Nee, das ist der falsche. Paras, da. Okay, noch ein Exemplar besiegen. Meine Tasche ist voll. Nein! Ich muss meine Tasche noch leeren. Dann gehen wir erstmal die Tasche leeren. So. Was lernen wir denn? Nebenball. Halt, wartet. Wegen. Alle verschieben. Okay. Mundblatt. Ne, den Beleber, den will ich behalten. Angriffspunkte wieder her. Kann auch rüber. Funkelhonig. Ja, komm, diese Sachen können alle rüber. Ich denke mal, dass ich dann auch so etwas dann herstellen kann. Jetzt wissen wir, dass hier Paras waren. Natürlich sind die jetzt noch nicht wieder da. Schwertling ist neu. Das Blatt kann ich dann wieder rübergeben. Eisenbrocken. Das ist ein Enton. Enton ist ein Wasserpuck. Ah, da. Kommt von hinten. Zack. Jawohl, überrumpelt. Wird es zwar eh nicht schaffen, aber egal. Schön. Drei von
Oh. Den will ich doch haben. Genau den. Ich will ihn überrumpeln. Eigentlich wollte ich ihn überrumpeln, aber egal. Ein Parasek. Oh mein Gott. Was setzt denn nicht Giftpuder ein? So. Parasek kann ich wohl noch ein paar mehr besiegen. Das Ding ist halt, hier ist kein Parasek mehr. Wir hatten das so einen lilanen Rand. Oh Mann, Nintendo, das sieht aber echt komisch aus. Oh, das ist wieder ein Pflanzen-Pokémon. Ein Knospi. Machen wir jetzt mal hier die ganzen Pflanzen-Pokémon fertig. Weil sowas zählt natürlich auch dann zu Aufgaben, um das Pokédex zu füllen. Du hast mich nicht gesehen. Yes. Überrumpelt. Ha. Verbrennung erleidet. Dann kann ich angreifen. Und ja, machen wir ruckzuck einfach schnell. Oh, das hat nicht gereicht. Dann dürfen wir nochmal am Pokéball kommen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt fangen musste oder besiegen musste, aber egal. Einsatz von Ruckzuck-Keep. Schön, gibt auch nochmal einen Bonus. War das jetzt nicht Teil der ganzen Sache hier? Exemplare gefangen. Wir haben hier noch zwei, okay. Schwerfällig gemacht. Wobei es eigentlich vollkommen egal ist, weil, ne? Mit Flugattacken besiegt. Okay, das heißt also, ich sollte die dann vielleicht mal mit Flugattacken angreifen. Geh jetzt hier mal vorsichtig lang. Ein Paras? Ich glaube ja, ne? Ja, Paras. Okay. So, der hat sich erledigt. mit Feuerattacke besiegt, das ist schon mal gut. Moment. Pichu, 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 Pichu. Hab ich noch nicht. Weiß nicht, ob ich es fangen kann oder ob ich es besiegen sollte. Ich versuche es erstmal runterzuarbeiten. Ah, okay. Pichu ist geflogen. Nein! Verdammt. Pichu ist geflohen. Hat jemand ein Lagerfeuer gemacht? Ich höre was, aber ich sehe ja nichts. Schildling. Eine Vitalknospe. Also ein Pichu muss ich sogar
Wahrscheinlich eher betäuben. Na, falls das Pichu jetzt hier gleich nochmal auftaucht, sollte ich das bedenken. Irgendwas scheint da in dem Berg zu sein, sonst würde ich das nicht so deutlich hören. So. Wäre hier nochmal so ein Paras bereit? Mit was müsste ich denn den Enton besiegen? Ein Enton, 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 Enton. Elektro. Hab ich ein Elektro? Ja, ich habe ein Elektro. Ich habe ein Elektro da. Nicht erwischt. Mist. Zu weit weg. Egal. Donnerschock. Und Enton besiegt. Das ist das nächste Enton. Das will ich aber jetzt noch nicht. Ich will das Enton haben. Kann mir jetzt ja völlig egal sein, ne? Aber ich... Komm, komm, komm. Kabumm. Überrumpel. So. Okay. Hat das sogar überlebt. Also überlebt. Also so richtig. Also nicht besiegt. So, was muss ich noch für Enton machen? Immer besiegen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Exemplare fangen. Okay. Vorne ist ja nochmal ein Enton. Dann fangen wir da nochmal ein Enton. Also beziehungsweise wir kämpfen ganz normal. 19er, okay, das könnte funktionieren, dass der Donnershop nicht durchgeht. Genau, und dann kann ich ihn nämlich fangen. Dann kriege ich den und dann zählt er als gefangen. Und wenn es sogar ein großes Exemplar ist, umso besser. Und ein schweres Exemplar, wie auch immer. Nö, zählt er nicht. Das hier ist nichts Enton. Oh, da ist auch wieder eins. Manche spawnen schnell wieder und manche brauchen entsprechend weniger Zeit. Ja, gut, komm. Stufe 19. Toll. Noch einmal mit Typ Elektro besiegen. Ja, wie muss ich euch, wie muss ich dich besiegen? Was war da nochmal? Ich habe dich zwar schon komplett, aber nur für den Fall. Hä? Da. Luke. Nicht überrumpelt. Verdammt, von der Seite. Windstoß. Und weg ist er. Mit Luft besiegt. Das ist wieder ein Enton. Da vorne war auch ein Enton, ne? Genau. Nehmen wir uns das Enton hier. Das können wir machen so. Ist kein Ding. Wieder Stufe 19. Mehr als besiegen können wir eh nicht. Doch einfangen. Oh! Umso besser. Der ist paralysiert. Also wenn wir den jetzt nicht einfangen, dann weiß ich es auch nicht.
3 von 3. Neue Attacke. Ah, das war so. Attacken verwalten. Sternschauer. Eine normale Attacke. Ah. Sternschauer gegen Flammenrad. Gegen Walzer meine ich. Beschießt sternförmige Strahlen, die das Ziel stets treffen. Genauigkeit müsste ja dann auch 100% sein. Man macht mehr Schaden als das Gestein. Deine Tasche ist voll. Überrumpelt. Zerpurze. Ein Sechser? Ruckzuckieb. Der ist ja schneller platt, als mir eigentlich lieb ist. Warum ist denn hier ein Sechser? Das verstehe ich jetzt nicht, warum hier ein Sechser ist. Aber okay, gut. Rundblatt. Och, hi. Nö, mit dir möchte ich mich nicht anlegen. Hier ist auch nichts weiter. Ich muss mal wieder zurück und muss meine ganzen Sachen hier wieder ins Lager packen. Wenn ich hier schon so eine, ich sag jetzt mal grob, eine Pokémon oder eine Pokédex-Farm-Folge mache. Ja, alles weg. Dauerhaft um 1 erhöhen das Level. Ich brauchte keinen C-Pilz, oder? War das ein C-Pilz, den ich brauchte? Morel. Ich muss zurück ins Dorf. Ich wollte Pilze. Ja, gib mir die Pokédollar, das ist mir egal. Du scheinst mit deiner Forschung ja gut voranzukommen. Lass mich mal sehen. Hm, faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Enton ist damit abgeschlossen. Paras noch nicht. Parasek auch noch nicht. Und Knospi auch noch nicht. Okay. Ins Dorf zurückkehren, denn ich habe Pilze. Ich habe Pilze. Pilze. Oh yeah, Pilze. Wohin? Dahin. So. Du wolltest die Pilze, ne? Sei gegrüßt, werter Kunde. Dir wäre es doch sicher genehm, wenn ich neue Ware zur Verfügung hätte, nicht wahr? Auf jeden Fall, wusste ich's doch. Es ist nur so, dass Tao Hua mir seine Ware einfach nicht in großen Mengen verkaufen will. Was auch immer ich sage, nichts hat bisher geholfen. Würdest du zwischen uns vermitteln? Nimm 3 Ehren Mutterreis als Geschenk mit. Dann wird er sich hoffentlich wohlwollend zeigen. Ich verlasse mich auf dich. Nee, das war nicht die Quest, die ich haben wollte. Warum hat er mir jetzt meine Quest weggenommen? Der Pilzköder.
dem Dorfbewohner Morel die gewünschten Zutaten. Neue Nebenmission, neue Nebenmission, neue Nebenmission, neue Nebenmission, neue Nebenmission. Was ist denn jetzt Morel? Ziel werfen. Tyrion. Ja, du bist es auch nicht. Du hast es auch nicht, oder? Roman. Roman, wie auch immer. Das ist ein Morel. Eileen. Arek, Shio, Amadeo. Oh Mann. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal die ganzen Aufgaben durch. Hallo, oh du, du erinnerst mich irgendwie an meine Großmutter. Sie hat sich immer sehr gut mit Pokémon verstanden. Wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, verfügst du über dieselbe Gabe. Es würde mich sehr interessieren, wie zutraulich deine Pokémon zu dir sind. Ich hoffe, dass du mich das mal überprüfen lässt. Bitte zeig mir, wie stark du die Zutraulichkeit zwischen dir und deinem Pokémon ist. Ja, Igla war die Zutraulichkeit. Können wir das hier irgendwo sehen? Oh, ihr zwei versteht euch so prächtig, dass es mir glatt ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Meine Großmutter war auch ein Herz und eine Seele mit ihrem Pokémon, genauso wie ihr. Da ich das von klein auf beobachten konnte, verstehe ich nun intuitiv, wie gut das Verhältnis zwischen einer Person und einem Pokémon ist. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mir auch in Zukunft gerne deine Pokémon ansehen. Ich werde dir dann sagen, wie gut ihr miteinander harmoniert. Okay, nochmal ein Sonderbonbon. Du rate mal, was man braucht, um ein ganz tolles Mitglied der Galactic Expedition zu sein. Wissen. Falsch. Naja, nicht ganz falsch. Das ist auch wichtig. Aber ich meinte was anderes. Das Wichtigste ist dein Partner-Pokémon. Zusammen seid ihr stärker als alle anderen. Irgendwann will ich auch mal einen Pokémon fangen. Ich übe schon fleißig das Werfen. Allerdings lässt es mich mit echten Pokébällen sicher besser üben. Ihr vom Forschungsdruck habt doch sicher welche auf Lager. Kannst du mir ein paar abgeben? 5 Pokébälle würden mir schon reichen. Gibst du mir 5 Pokébälle? Hier bitte. Juhu, jetzt kann ich mir auch einen Partner-Pokémon fangen. Hier, ein Dankeschön. Es war eine reife Leistung von mir, diese Leistungssand zu sammeln. Hehe. Frag Belila, wenn du mehr darüber erfahren willst. Und die nächste Mission erfüllt. Eigentlich ist es ja auch gut. Mit diesen Pokébällen werde ich jetzt so richtig fleißig üben. Du machst dich so lange auf die Suche nach einem passenden Partner-Pokémon für mich, ja? Was? Nein. Was noch? Ich muss mir erstmal Pokébälle herstellen. Ich glaub's ja nicht. Komm ich noch raus? Warte mal. Muss ich das vielleicht... Stopp. Ich muss ins Obsidian-Grasland. Ist natürlich klar, dass ich dann komplett falsch liege und an der falschen Stelle suche, aber ist in Ordnung. Ja, also, so ist es jetzt nicht. Da ist er. Stand aber im Dorf, meine Güte. Oh, was für ein hervorragender C-Pilz. Ich wusste es einfach. Du hast einen Sinn fürs Pilze sammeln. C-Pilze vermehren sich übrigens rasant schnell und man findet sie einfach überall im Grasland. Egal, ob du sie brätst oder kochst, sie schmecken immer vorzüglich. Na dann, pass gut auf. Ich erkläre dir alles weiter an der Werkbank dort drüben. Klang jetzt gerade so wie bei The Legend of Zelda. Und fertig. So macht man einen Pilzköder, der bei Pokémon unglaublich beliebt ist. Der Köder ist ganz leicht zu benutzen. Schau in die Richtung eines Pokémons und wirf ihn einfach. Er zieht die Aufmerksamkeit von Pokémon auf sich, die Pilze mögen. Ob du dann die günstige Gelegenheit zum Fliehen oder zum Fangen nutzt, liegt ganz bei dir. Ich gebe dir 5 Portionen Köderteig, also keine falsche Scheu und ran an die Pilzköder. Du hältst Portionen Köderteig.
Mischt man diesen nahrhaften Teig mit anderen Zutaten, so verströmt er einen aromatischen Duft. Lock viele Pokémon mit einem Pilzköder an und trage die Anleitung in die Welt hinaus. Okay, was haben wir denn noch so für Nebenmissionen? Ich habe anscheinend noch einige übersehen. Also das hier ist die Nummerierung. Ein großes Bammelin. Das habe ich noch nicht gefunden. Dann gucken wir mal, was wir hier Pokédex-mäßig haben. Ja, ich sollte das Pokédex wählen. Danke. Wow, hier habe ich ja noch gar nicht wirklich viel erreicht. Ein Wampel. Exemplare besiegt. Okay, Wampel besiegen. Ponita besiegen. Driftlon. Besiegen oder fangen. Also ein Driftlon fangen oder besiegen. Und die Driftlon, die waren doch in der Richtung. Moment, der ist ja rot. Warum ist der rot? Der Zeputz ist auch rot. Warum haben die auf einmal alle rote Augen? Der nicht. Halt, hatte ich Zeputz eigentlich fertig? Ja, Zeputz hatte ich fertig. Fragst jetzt, ob auch Driftlon hier am Tage da sind. Das ist ein Bammelin. Okay, warte mal. Wie kann ich jetzt ein... Aha. Könnte ich jetzt ein Kadabra fangen? Okay. Damit. Komm, und jetzt krieg ich ihn. Yes! Ich hab einen Abra gefangen. So, jetzt kann ich auch mal gucken. Ach, Mann. Immer die falsche Taste. Oh, schon wieder die falsche Taste. Ich dreh. Diese Tasten durcheinander ist echt schlimm. Würde ich jetzt eigentlich gerne anders reingehen. So, Abra, 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 Abra. Das ist Abra. Ah, da, Abra. Exemplar gefangen. Ich wurde noch nicht entdeckt. Was? Also wenn ich den jetzt fange, dann wurde ich nicht entdeckt. Abra gefangen. Unentdeckt zu werden. Okay. Jetzt habe ich aber keine Pokebälle mehr. Jetzt kann ich erstmal wieder zurückreiten. Mir erstmal Pokebälle herstellen. Blöd ist jetzt, wenn ich gegen das Rote hier gegenrenne, dass da das so ein bisschen aggro ist. So, schnell hier hoch. Okay, an die Werkbank. Und Pokebälle herstellen. Und da zählt es auch, dass ich sie... drüben im Inventar habe. Okay. Jawohl.
Nun gut, Leute, wir haben einen Abra gefangen, wir haben viele Einträge in unserem Pokédex vervollständigt, aber ich würde jetzt dann gerne auch in der nächsten Folge, wenn ich es mal hinkriege, die richtige Taste zu drücken, hier noch ein bisschen im Obsidian-Grasland farmen, denn schlussendlich, ja, ein Togepi habe ich noch gar nicht mal mehr ansatzweise gesehen, das Wurmple, das Ponyta und vielleicht auch endlich mal so ein Elite besiegen, muss ich mal gucken, wie ich so ein Elite überhaupt an den Start kriege. Habe ich davon schon was? Nee. Haben wir ja gesehen. Staravia, Abra, gefangen. Besiegt ist echt eine harte Herausforderung. 15 davon fangen ist auch hart. Einsatz von Teleporter, das kann ich dann selber machen. Mit einer Knallkugel erschreckt. Müsste ich nochmal gucken. Entwickeln muss ich es entsprechend dabei haben. Relaxo, Ojelin, Aspiror, auch noch nicht wirklich im Einsatz gesehen. Also hier sind einige Sachen, wo wir noch wirklich gucken müssen. Und das Pichu will ich auch noch haben. Das gibt es hier und das gibt es auch drüben. Dann sage ich erstmal danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.